So, da sind wir zurück zu Forza Motorsport, zu einer neuen Folge. Wir haben uns ja jetzt in der letzten Folge den Ferrari gekauft, wollten mal hier mit ein paar Runden drehen. Wir gehen mal direkt damit ins Training. Gucken, die Strecke ist ja relativ klein. Gucken, ob wir mit dem Auto schon irgendwelche Vorteile haben jetzt hier. So, da sieht man, dass wir ohne Hilfe fahren. Gucken, ob das was werden kann hier. Schön, weil er auch noch schön übers Heck bremst, also. Katastrophe mit dem Auto so. Ganz ohne Hilfen. Vielleicht doch nicht ganz so gut. Mal eine Runde gucken, ob ich überhaupt annähernd eine Zeit hinbekomme hier.
Das ist nicht einfach. Davor ganz gut, so wie ich das jetzt so mal sehe, aber weiter echt schwierig. Muss ich jetzt auch erstmal dran gewöhnen an das Auto. Autos auch so sehe hinter mir und so.
keine Chance, so Rennen zu fahren. Wir können ja ein Rennen mit Burnouts machen, aber mehr auch nicht. Das ist echt. Ich weiß nicht, ob ich so ins Rennen gehen soll. Schwierig. Sorry, wie es ist. Es könnte eine Katastrophe werden. Da bin ich. Wir können ja zumindest. Gehen hier auch mal auf Sport. Die Stabilitätskontrolle lassen wir aus. Haben wir zumindest mehr die Chance, aus den Kurven raus zu beschleunigen. Wir starten auch als Dritter. Jetzt muss ich mir erstmal angucken, wie war das hier drin. Stand jetzt. Jetzt auf den zweiten vorgefahren. Gucken, wie wir das halten können hier. Vermutlich gar nicht. Es ist eine Katastrophe, wirklich. Ich fahr doch. Kein Problem. Ich gehe auch mal davon aus, dass der schon auf Allradplan umgebaut war. Aber hier mit dem Heckgetriebenen.
wieder die gleiche Kurve. Keine Chance, muss ich ehrlich zugeben, das macht keinen Sinn. Wir machen Veranstaltung beenden und müssen auf Sport gehen. Da keine Chance so zu fahren, leider. Macht Spaß, aber wenn man am Limit fahren will, keine Chance. Zum Rennen. Dann schalten wir mal die Traktionskontrolle auch ein. Zumindest auf Sport wieder. Wir wollen ja nicht übertreiben. Der Yas Marina Circuit mit seinen 21 Kurven wurde von dem berühmten Streckendesigner. Gehen auf Einstellung. Gehen hier auch auf Sport. Breakern. Und versuchen das Ganze nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann ist Stufe 6 wohl zu schwer für mich. Klar soll man nicht jedes Rennen Erster werden, vielleicht, aber... Also ich fahre ja nicht mit Schaltwippen, ich fahre mit einer normalen Gangschaltung. Da ist man auch schon ganz schön hinterher mit dem Schalten, der erste, zweite, dritte Gang. Schon, dass die Traktionskontrolle nicht die ganze Zeit eingreift. Aber was jetzt hier schon wieder los ist.
bremst doch da mal beide da. Zeitstrafe. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine Sekunde. Ach, wir hatten da keine Zeitstrafe. Doch, wir haben doch schon eine Zeitstrafe bekommen. Thank you.
Hallo. Einfach mit Schaltwippen zu fahren. Wieder nicht um die Kurve rum, das ist doch nicht wahr. Katastrophe. Warum ich um diese Kurve da nicht rumkomme? Ich kann weniger lenken, ich kann mehr lenken. Na, erster. Bisschen unfair jetzt, aber... Wir sind auf P1 gelandet. Trotz der Zeitstrafe. Na gut, das ist jetzt noch keine, aber der war schon auch echt schnell, also... Dafür, dass der 682 hat. Die waren alle sehr schnell. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit der Folge. Das Video will ich mir auch nicht nochmal angucken. Also wir können ja mal kurz reingucken. Am Start weg, aber... War nicht so spannend. War schwer. Okay, neue Fahrerstufe erreicht, gibt wieder ein bisschen Kohle. Ein paar Rennanzüge. Gucken wir uns den Start mal ganz kurz an. Ja, hat ja ganz gut geklappt eigentlich.
Pace gehabt eigentlich. Aber bei den vielen Aussetzern in den Kurven keine Chance, das auszunutzen. Der Gegner ist sofort dran, also das ist schon echt schwer. So, also bis zur nächsten Folge. Ciao.